Guten Tag, werte Leute aus Deutschland. Wie meine gesetzliche Betreuerin, Frau Kick, die Ärzteschaft und wie weit auch das Rechtssystem. Es geht um Folgendes. Ich habe Schmerzen seit circa 3 Wochen, können jetzt auch knapp 4 Wochen sein, das heißt kontinuierliche Kopfschmerzen. Hauptsächlich die linke Gehirnhälfte. Die ersten waren bezüglich gemahlen die Schläfe entlang, bis zur linken Gehirne, also bis zum Ohrloben. Und dann hier, circa so groß, ich meine, das wird sich bei MRT oder wann das endlich gemacht wird, oder CT, herausfinden lassen. Kleiner Vorwurf, Vorname, Annahme. Wenn mit einem CT oder sonstigen Maßnahmen ein schnellerer Untersuchungsprozess stattfinden kann, als mit einem MRT, wo ja ein Termin wann wo steht, dann was, ist wie bei Fahrlässigkeit geboten worden. Aber ich werde Montag Hals-Nasen-Ohrenarzt kontaktieren, auch einen Augenarzt. Ich hoffe, diese Arztinstanzen können auch gegebenenfalls Sichten einwerfen. Dumm, bam, dumm. Und ja, Frau Kick und Doktorschaft. Ich werde den Neurologen gewechselt haben. Dumm, bam, dumm. Das ist die Frage jetzt, Frau Kick. Sie wollten sich ja informieren wegen Haar oder irgendwas mit München. Wenn die auch ein MRT haben, dann wäre das ja wie bei praktisch. Sollen mit dem Weg gleichen. Ich meine, MRT gibt es auch in Arztrit. Habe ich eh noch was zum Klären bezüglich des Arztberichtes, weil sie irgendwie abgeneigt waren wegen Arterit. Also Klärungssache, bedürfe da auch noch. Genauso wie in München Max Planck. Ebenfalls gleich. Ich bin auch mit der Vorteil, Frau Kick und werde. Hey, dort haben die Kameras. Vom Kamerazimmer. Dumm. Bin ich dafür, Frau Kick. Ich suche eine Einrichtung, wo dieses Tag, wo das bis zu meinem Tod gemacht werden kann. Dumm, bam, dumm. Das ist kein Scherz. Die Hintergründe werden Sie erfahren. Nicht nur in meinem Kampf Teil 2. Dumm. Aber ja. Wo waren wir? Schmerzschellen. Das Augen auch. Linke Auge. Dann rechte Auge 3-4 Mal. Ohren. Im Verhältnis zu den Kopfschmerzen. Schätze ich mal. Ja, 20% Bereich, 17, 18. Das ist wie viel 20%? Ne? Können auch bis 10% sein. Vom Ohr. Im Vergleich zur linken Gehirnhälfte. Rechte Gehirnhälfte, bin ich so rübergefahren gestern. Da war hier im Bereich, aber das war kein Schmerz. Ich habe trotzdem mal berufen gemerkt, nö. Da muss ein Prozess im Gange sein. Der aber keine Schmerz produziert. Das ist die Frage trotzdem. Was mag auf dem MRT und so weiter gesehen werden? Doch, oder war das nur ein Eindruck für einen Moment? Nach heute? Ach, heute ist nichts. Aber ja, hier, könnte das alles so machen, oder? Du bist so eine kleine Stelle. Wo auch Schmerzen sind. Ja, Schmerzen haben wir ja erzählt. Das war der Grund, warum ich im Training aufgehört habe. Ja, weil ich war schon vorher, oder bin ich weniger gemacht, wegen den Kopfschmerzen. Ja. Aber ja, seit 3-4 Wochen ist circa kein Training mehr. Und ja, ich mache auch keins mehr. Bevor diese Scheiße ist nicht geklärt. Also wir waren bei Akademie oder München Max Planck. Wäre nett, wenn Sie einen Weg einleiten täten, damit ich dorthin kommen könne. Inwieweit auf dieses Video dann verwiesen wird, werden wir gesehen haben. Habe ich gerade gedacht, so schlecht schaue ich gerade gar nicht aus, aber ja, gerade dumm gedacht oder mich dumm sagen lassen, aber ist jetzt irrelevant. Um das geht es ja nicht bei meinen Terminen in der Psychiatrie und so weiter, wo MRT-Geräte sind vorhanden oder ein CT-Gerät. Süß, wie weit Egoismus, Frau Kick und so weiter, ja, wo es mal um meine Gesundheit geht. Also im Vergleich zu der Sicht, wenn ich hier warte und warte, bis das MRT wird irgendwann gemacht. Und warum halt kein Augenarzt oder kein Hals-Nasen-Ohrenarzt in die Sicht eines Arztes gezogen wurde. Und auch die alte Pflegeeinrichtung hier, wo ich doch gesagt habe, ich habe Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Augenschmerzen, ja, doch, ich bin schon lange. Dumm, bam, dumm. Aber wieso kommt Hals, Ohren, Toffel. An der Nase habe ich keine Schmerzen. Dumm. Aber ja, bei 5 Minuten und 5 Sekunden hoffe ich, habe ich alles gewinnt. Hier hinten oder so, da war auch ein Schmerz, ich habe ihn wieder da. Aber ein Krankenhaus klärt mich auch, da um welche. Mit damals war da oben. Was noch? Ja, Herz. Oben Drüsen und Arschkraler.
und so weiter. Dankeschön fürs Zuhören.